Willkommen zurück zu Gothic. War nicht besonders schlau. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. In Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Natürlich, es liegt nur daran, dass ich ungläubig bin. Nicht etwa daran, dass es einfach viel zu abwegig ist, um wahr zu sein und nur Idioten dran glauben, die infiltriert wurden, indoktriniert wurden. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. So klingst du. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. wie ist er? Harlock. Harlock bei Fortuno unter Korkalom. Und du bist einfach nur eine Novize. Genau, wie auch die anderen beiden. Okay, wo finde ich denn Korkalom? Ich weiß noch, der ist irgendwo oben. In der oberen Ebene. Hier geht's mal nicht durch. Das ist auch eine Sache im Sumpflager, die ich nie gemacht habe. Es ist viel zu verwirrend. Nee, hier hinten ist nichts mehr, ne? Nee, da ist nichts mehr. Da sind Leute. Wen haben wir denn da? Einen Novizen? Einen Novizen und einen Novizen, okay. Ist das vielleicht die Hütte von dem Harlock? Nö. Hey, die du! Hütte von Harlock. Ja, ich bin ja schon wieder raus. Ich suche nur Harlock. Kein Stress. Alles gut. Auch hier kein Harlock, aber was steht da? Scheint gerade niemand zu interessieren, dass ich da bin. Was ist das denn? Puh, keine Ahnung, aber nehmen kann ich es nicht. Dann wird es wohl auch nicht so wichtig sein. Ist hier Harlock? Nein, hier ist auch kein Harlock. Ich bin hier aber auch am Rand des Lagers. Gornaran. Er ist kein Wal, das heißt, ich kann mit ihm reden. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Okay, vielen Dank für den Tipp. Gibt jetzt aber auch nichts Neues mehr, was ich dem sagen kann. Hängt da drüben einer? Ach so, nee. Sah nur so aus. Ein Templer. Guten Tag. Wo ist dieser Korkalom? Ich könnte ja auch versuchen, direkt mit Korkalom zu sprechen. Ich glaube, das mache ich einfach, wenn ich ihn gefunden habe. Ich meine, das habe ich schon zu verlieren. So, nun speichere ich einfach vorher. Ja, das mache ich einfach. Ich speichere und dann gehe ich zu ihm. So. Boah, ist hier dunkel, hey. Hier ist auch kein Typ drin. Novize? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Hab ich auch nicht vor. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind.
Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Ja, genau. Das ist richtig. Ich habe das unstillbare Verlangen in mir nach Freiheit. Und deswegen werde ich mich nicht im alten Lager anschließen. Vollkommen richtig. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ach, das ist so gut. Da macht er einen auf. Du bist so ein freiheitlicher Mensch. Du willst frei sein. Ordne dich uns unter. Nein. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Okay. Ich weiß nicht, wen könnte ich denn da fragen? Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Hey. Diskriminierung. Nur weil sie nach Freiheit streben, aber das anders tun als du. Sind sie noch lange nicht Barbaren. Händler? Ich glaube, hier gibt es einen Händler, oder? Oder einen Schmied. Novize? Darion. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ich will keine Waffen. Ich will ein Erz. Und du willst doch bestimmt mal eine Schüssel, ein paar Flügel, vielleicht eine Pfeife. Und guck mal da. Grobe Schwerter, ganz viele. Können alle dir gehören. Das ist wahrscheinlich mehr, als ich leisten kann. Wobei, ich könnte die Pfeile und die Bolzen mitnehmen. Und die dann bei anderen Händlern wiederum eintauschen. Und zwar auf einzelne Einheiten, genau. Das wäre ziemlich praktisch. Ich könnte jetzt natürlich das Zeug hier kaufen und zu einer simplen Klinge machen. Wobei, das lohnt sich eigentlich nur bei Rohstahl, weil ich am Ende 50 rauskriege. Und dann kriege ich 10 dazu. Ne, das ist mir nicht wert. Aber das hier mache ich. Das gefällt mir. Dass ich dann hier die bei anderen Händlern einzeln eintauschen kann. Statt in 50er Schritten. 400! Ganz genau 400. Sehr cool. Dann
muss ich jetzt bloß gucken, was ich da wieder rausnehme. 6, 4, 490. Puh, 450. Wunderbar. Ah ja, gut, okay. Die ganzen Flügel halt wieder zurück. Na, was soll's. Ich nehme gerne dein Erz. Vielen Dank. Jetzt habe ich 771 Erz. Wow. Das hat sich echt gelohnt, den Typen auszurauben. Und ich sehe gerade, hier ist eine Kiste. Ich habe da so eine Idee, wie ich noch mehr Geld bekomme. So, jetzt suche ich, glaube ich, Fortuno. Also genauer gesagt, suche ich Gornadrak. Auch das ist kein Baal. Das heißt, ich kann mit ihm reden. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Interessant. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Interessant, dass man damit die magische Kraft steigern kann, weil ich ja, wie gesagt, gegen Ende oder gegen später im Spiel selber auch zaubern lernen will. Vielleicht kann ich ja damit dann auch meine magische Kraft steigern. Ich speichere hier jetzt mal, bevor ich den Harlock anspreche. Das ist Fortuno. Ach ja, richtig, Fortuno ist auch ein Händler. Den kann ich vielleicht nachher die Klingen, die ich hier vielleicht klaue, verticken. Erstmal hier mit Harlock quatschen. Und ich habe so eine Befürchtung, dass ich mit dem Typen nachher kämpfen werde. Deswegen ziehe ich mal die... Ach ne, die habe ich ja sogar an. Alles gut, ich habe die Rüstung schon an. Ich dachte, ich hätte die aus. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ein Kampf! Klarer Sieger, würde ich sagen. Ah, das war ja einfach. Redest du jetzt doch mit mir? Ja, alles gut. Dumm-di-dumm, ich nehme an, das ist sein... Was ist das denn da, was in der Luft schwebt? Ich dachte, da wäre ein Bier da hinten, aber das... Da schwebt einfach was in der Luft. Was ist da? Keine Ahnung. Aber 15:07 Uhr. Ich könnte hier nachher, wenn ich den... Das wird dir noch leid tun. Nein, es wird dir leid tun. Jetzt raucht er einfach weiter. Junge, du hast noch einen Lebenspunkt. Rauchen ist schädlich. Du gehst bestimmt gleich drauf. Hör auf damit. Suchst du wieder Streit? Nein. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! Warum ich mich einmische? Naja, weil ich so tue, als wollte ich mich diesem Lager anschließen, damit ich so tun kann. Als wollte ich mich dem alten Lager anschließen, damit ich mich dem neuen Lager anschließen kann. Das habe ich ja allen Zuschauern schon erklärt, aber halt dem Typen da noch nicht. So, wie komme ich jetzt zu Gorim zurück? Habe ich schon erwähnt, dass das... ach ja, ich war auf der anderen Seite, ne? Von dieser Absperrung, glaube ich. Das heißt, ich müsste jetzt hier... eigentlich hinkommen. Wer ist das da? Joru, den kann ich gleich ansprechen. Aber zunächst möchte ich von Gorim hören, dass er mit meiner Arbeit zufrieden ist.
Ach ja, hier war das. Genau. Hä? Wo ist Gurim? Ich bekomme ihn. Ich habe mit Gurim gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Oh wow, cool. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Ich dachte, sobald du mich ansprichst, darf ich mit dir reden? War da nicht sowas? Auch hier ist wieder nichts zu holen. Okay. Das erledige ich doch gleich, weil dann kann ich gleich zu Korkalom. Voll gut. Dann kann ich mir vielleicht den ganzen anderen Krampf hier im Lager sparen. Wobei ich natürlich auch hier die Schmiede gerne wieder ausrauben möchte. Einfach weil es geht, weil es Spaß macht und Geld bringt. Yay! So, lieber einmal speichern. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Genau. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ist das gut? Ja. Was hat denn da jetzt noch irgendwas zu sagen? Warte mal. Mal gucken, ob da jetzt noch irgendwie gemerkt, dass ich ihn auslache oder so. Hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Nimm die Waffe runter. Okay, das war jetzt nicht, weil ich den Baum angegriffen habe, sondern weil ich in seiner Nähe die Waffe gezogen habe, zugegeben. Daran liegt es nicht. Aber... das musste einfach sein. Ach ja, ich ernte hier einfach mal selber. Dann habt ihr nichts mehr zu tun. nee. Was? Wie sieht's aus? Kann mich nicht beklagen. Bist du neu hier? Ich bin vor kurzem angekommen. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Nichts leichter als das. Rede einfach mit einigen der niederen Gurus. Sie werden dir weiterhelfen. Es wird dir hier gefallen. Wirst schon sehen. Ja, das sagen die alle. Ich wollte jetzt eigentlich das Erz hier abholen. Machen das nicht die Novizen hier sammeln? Ist das der da? Ach so. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht, zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Ach nein. Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Nein. Vergiss es. Denk bloß nicht, du könntest einfach ins neue Lager spazieren und es irgendwem andrehen. Wenn du den richtigen Namen nicht kennst, wirst du es nie los.
Es sei denn, du lässt dir von einem Banditen über die Rübe hauen. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar, was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Nee, ich glaube, ich mache das hier mal nach Lehrbuch. Also ich bringe das Sumpfkraut nicht ins neue Lager, sondern zu Kokalom, um das Rezept zu holen, um von Dexter. Ja, wir kennen das alles. Aber ich sammle hier gerade noch ein bisschen so die Heilkräuter ein. Die könnten auch nützlich werden. Die heilen ja einiges an Lebensenergie. Und wie gesagt, ich glaube, man kann auch später selber Tränke brauen. Und spätestens dann braucht man diese Heilkräuter. Deswegen würde ich die jetzt zwar sammeln, aber erstmal nicht benutzen, sondern eben aufsparen, um, wie gesagt, später Tränke zu bauen. Oh, das war gerade ein Sumpfhai. Ja, ich soll auf der anderen Seite des Sumpfes. Ist das da hinten? Das sieht hier so wild aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich da hinten ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen verloren. Ich glaube, wenn man springt, ist man schneller, aber das könnte auch Einbildung sein. Deswegen hüpfe ich hier so durch die Gegend. Ein Sumpfhai. Nee, vergiss es. Oh, verdammt. Ich bin zu langsam. Ich glaube, gegen diese Sumpfhaie habe ich keine Chance. Aber die Heilkräuter hätte ich schon gerne. Ich fühle mich hier gerade nicht wohl. Ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl. Bei diesen Viechern. Die Frage ist echt, wo ist diese andere Seite des Sumpfes? Könntest du bitte da hoch? Nee, kannst du wohl nicht. Ah, Heilkräuter. Ja, die nehme ich doch. Oh, ich sehe gerade, die Folgenzeit ist schon wieder voll. Wo ist denn dieser Typ, dieser andere? Ist das vielleicht da vorne? Verdammt, hier sind Fliegen. Ja, nee, ich gehe da mal lieber wieder außen rum. Ich habe jetzt keinen Bock, mich hier verprügeln zu lassen von irgendwelchen übergroßen Insekten oder Sumpfhaien. Wo ist auf der anderen Seite des Sumpfes? Hat vielleicht die Karte einen Hinweis für mich? Es könnte tatsächlich da drüben sein. Wir werden das in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.